Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog den Müll. Ich bin natürlich auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Dragonstorm Fantasy. Ich werde es mal starten. Ich habe mal vor, das ein bisschen anders zu machen. Oh, Sound. But one last hope remains. You must heed Destiny's call. Embrace the might of the Dragon Souls. Control the awesome power within, and rise as the Lord of all dragons. Don the radiant armor of dragons, and fight back. Burn our enemies to ash, with a triumphant roar. Okay, ich hab's vor, ein bisschen anders diesmal zu machen. Ich probiere mal jetzt, ich sag mal, eine XL-Version zu machen. Das heißt, ich probiere alle Tagesziele, die es dort gibt, fertig zu machen und das halt dann aufnehmen. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen Sachen dann rausschneiden, wenn da was mit Werbung oder sowas ist. Das werde ich rausschneiden. Ansonsten habe ich vor, das ganze Spiel zu zeigen. Ja. Dann warte ich jetzt nur, bis es losgeht. Das sind noch ein paar Prozent. Und ich hoffe, der hat meinen alten Stand noch. Das Spiel ist normalerweise ab 18, aber ich wüsste jetzt nicht, warum das ab 18 sein sollte. Ich mach mal die Buchstaben hier weg. So. Ist das schon mein Konto? Anscheinend ja. Let's do this! Those demons aren't going to clean themselves! Na gut, er findet meinen Charakter nicht mehr. Dann machen wir einen neuen Charakter. Und erstellen einfach den hier, einen Krieger. Ich hatte vorher einen Magier gehabt, soweit ich weiß. Dann geht's halt wieder von vorn los. The trial of fate. Defeat the demons to prove yourself worthy. Wake up, hero. You are our last hope. The trial of fate has begun. May the divine dragons be with you. Follow the guidelines to the destination. An enemy approaches. Prepare for a fight. Keep moving. The enemy is relentless. Use range skills to quickly destroy your enemy. Keep your guard up. A dangerous foe waits. Keep attacking. Don't give him a chance to catch his breath.
der zweite Gegner. Ausweichen brauche ich nicht. So, das war's. Juhu! You must gather the dragon crystals, inherit their power, and save the world of Arcus once and for all. Congratulations. You've completed the trail of the chosen hero. The dragon crystal you've obtained in the demon land. A chosen one arises. Use the power of the dragon souls to bring back the light. Congratulations on unlocking new features. Now let's go try them. You found the first dragon crystal. So, das Ticket haben wir schon mal. Equip this new weapon. You must keep searching for the dragon crystals. Demons that want the divine dragon crystal have surrounded the temple of divine dragons. We need your help. As dark magic flows and gathers together. May the dragons bless you. Are you the chosen hero? Such good. Use the dragons. The dragon crystal is the fruit of the dragon soul power. I hope you can use the strength carefully. Dragon crystal. Soon the divine dragon of Frost's power will be yours. Don't panic. Give me a hand here. There are some winged demons ahead of us. Those demons stench me from the head's point. Oh, ich bin schon Level 13. It is an honor to
is an honor to serve. Chosen hero? But this is good. Oh, der hat gar keine Beine. I shall do as the mission commands. Don't worry about the little guys. Auto battle can handle them with ease. After your crush, my dragon and lord requested us to take the crystal into the hole secretly. But the moment I got the crystal, the demon was dead. Fight while running. Level 15. Jawohl. The chosen hero. You need to bring the crystal back. Ah. Was soll ich denn machen? Oh mein Gott, der ist gleich schon tot. Der hat mir noch nicht mal das halbe Leben abgezogen. Lusche. Diese Lusche. Ach, da doch Beine. Die sind dahinter. You can only save Arcus by absorbing the dragon's soul power. It's both and your responsibility. Will they attack too? You discovered a dragon. Tell them the news, Amy. I'll go with them. Is a dragon crystal? Yes, it was hidden in the... I didn't think that... What's that sound? As you wait, you discover that the dragon crystal is missing. You set off in pursuit of the frost dragon crystal is hidden in here. Careful, the dark power is coming. More and more demons are coming. Be careful. Cowering in fear as the light fades from. Noch so ein kleiner Gegner. Ein Schluck Wasser nehmen. Das war gerade so anstrengend. Ich musste was trinken. Die Nase nochmal schnell putzen. Amy's gone. She's flying around the rooftop. I don't know what's
I'm worried, so I came. Where's congratulations on unlocking new features. Now let's go try them. Equipment enhancement is now unlocked. If you want to build your... Let's enhance your weapon to level 1 and see how it glows. Wow, it glows so beautifully. You can preview other enhancements here and swipe down to view even more. Okay. I stuck up on the worm, but it's been holding the dragon crystal in its mouth the whole time. Warum ist das Spiel ab 18? Das ist eine Nachricht, Belohnung abholen. Alles abholen. Löschen. Und was ich ja mal vorhatte, ist beim XXL spielen, solange ich noch Zeit habe, die Tagesquests durchzuführen. Fähigkeiten verbessern. Bislang sehe ich noch gar keine Tagesziele. Aber das ist ja noch die Einführung. Juhu. Winter has arrived. Winter has arrived. Ah, um rechts aufs X drücken. Ach, da steht ja, was ich brauche. So, und das Hauptquest. Congratulations on unlocking new features. Now let's go try them. Ja. Wo ist denn hier? Der schon wieder. Wie ist der?
Oh, er ist jetzt ein Drache. Gegen den habe ich ja auch schon gekämpft. Mit meinem anderen Account, der nicht mehr da ist. Ausrüstung. Automatisch aufwerten. Steht dir. Bam, bam, bam. Ja, täglich. Juhu, Diamanten, Gold, alles was ich brauche. Schon Stufe 33. Uiuiui. Kann ich nebenbei noch was anderes machen? Mal schauen. Ich schaue mir mal die täglichen Quests an. Also meine tägliche Aufgabe ist es, hier hinten anzukommen. Also das heißt, täglich alles fertig zu machen. Das sind hier nur noch drei Sachen. Stufe 130? Nein, das kann doch nicht sein. Geschichtsdungeon 4 von 10. Ey, das ist wirklich die tägliche Quest. Ich muss bis auf 130 spielen. Boah, das ist doch abgefahren. Wie soll man das denn machen? Da bist du den ganzen Tag dann dran, ne? Ich denke mal, das macht da nebenbei. Hoffe ich. Oh, nein, macht er nicht. Also, er lädt nebenbei runter, aber ich kann nicht weiter spielen. Ich hoffe gleich, dass ich irgendwie hier einen Geschwindigkeitsboost kriege. Und dass mein täglichen Quest hier schneller fertig sind, weil wenn ich auf 120 kommen muss,
Ey, das ist doch... Ich bin 34. Wie lange spiele ich jetzt schon? Eine halbe Stunde. Also noch ist es sowieso, der läuft automatisch. Ich muss nur die Quest hier, die gehen eigentlich auch nur mal nach 3 Sekunden durch. Also eigentlich brauche ich das nur laufen lassen und kann auf Toilette gehen oder sonst was machen. Das passiert hier alles automatisch. Aber trotzdem, bis 120 ist schon heavy. Los, geh wieder kämpfen. Wie weit ist der? 12%. Da läuft noch was abholen. 300 Diamanten. Nice. Vier von 10. Mega, mach mal weiter hier. Ich habe ja nicht ewig Zeit. Meine eine Nebenquest läuft hier noch nebenbei. Ja, Level 40. Prüfung abholen. Nochmal 20 Rubinen. Hier ist auch noch alles voll mit roten Punkten. Da werde ich auch noch gleich zukommen. Hoffe ich. Ich habe 0 Diamanten. US-Dollar. Was soll ich denn hier abholen? Alles abholen? Kann ich nicht. VIP verbessern. Auch nichts. Hier, oh, hier darf ich was abholen. Und hier auch. Nice. Da läuft noch ein roter Punkt. Abholen. Nice, nice. Die Fähigkeit. Oh, wieder verbessern. Der Todesritter.
Handgelenk anlegen. Handschuh. Handgelenk. Handschuh. Na. Nö, ja, wein nicht. Wein doch nicht. Wein doch nicht. Wofür brauche ich ein Pferd, wenn ich mich in Drachen verwandeln kann? Ist da noch 28, sind 28% erst davon fertig? Abholen, löschen. Okay. Todesritter ohne Pferd jetzt. Don't bother. You can't wake him up. Schmieden. Halt hier. Geschichte. Göttlichkeit trifft ein. Hose. Ohne Helm und Hose. Okay. Nebentätigkeit fertig. Die noch nicht. Immer diese Elfen. Nice, nice. Der läuft immer noch. Warum doch das so lange? Sind nur noch 400 Megabyte. I'm here to deliver justice, and I am always on. Let's do this. Automatisch aufwerten und bestätigen. Okay, dann rennen wir weiter zur Hauptquest. Ich möchte die 120 Levels heute noch machen, wenn das die tägliche Quest ist. Resurrection is not. Is the high priest? He must have found the dragon crystal
Uh-oh. The RP upgrade. Was soll ich verbessern? Drachen? Oh, das sieht so ähnlich aus wie von Diablo. Genau, heißt auch schlechter. Nice, nice. Your courage is as admirable as mine. Verstanden. Was auch immer da stand. Congratulations on unlocking new features. Now let's go try them. Geschenke? Keine Geschenke für mich. $0.99. Geschichte, wenn man Hintergrund erfahren möchte. Soweit war ich mit den anderen Account noch nicht gewesen, weil ich habe da wirklich nur immer so 10 Minuten kurz gespielt. Und das war auch nicht oft. Trotzdem ein bisschen ärgerlich, dass ich den Account nicht weiterspielen konnte. Obwohl er da stand, dass ich den habe. Ich konnte ihn nicht anwählen. Muss bis dahin. Wow. War das nicht die Quest? 20? Ach, jetzt auf 31 haben sie erhöht. Ah. Los, lauf weiter. Kampfkraft verbessern. Let's do this. Those demons aren't going to clean themselves. My master said he turned the shining. Isn't that thing with long ears the dragon crystal of life?
bin eigentlich noch beschäftigt, mit die ganze Zeit die roten Punkte wegzuklicken. Weil wenn irgendwo ein roter Punkt weg ist, taucht auf einmal ein anderer auf. Ist der kämpft und während der kämpft kann ich halt mich um die Punkte kümmern. Geht zwar nicht immer, aber Post abholen, löschen, aktivieren, erstellen. Kann ich nicht kaufen. Gilde. Verstanden. Das kenne ich gar nicht hier. Ja gut, das alles und neuer Rekord. Ich denke mal, mein persönlicher Rekord. Ich denke mal, waren bestimmt Leute, die waren schon viel besser. Also Dungeon ist eigentlich eher eine Arena, wo die ganze Zeit Feinde runterhüpfen oder runterfallen. Leuchtet's rot. Geschenk. Aber ich bin schon Level 68, also yeah.
Ja, noch ein Level, dann habe ich die letzte Fähigkeit freigeschaltet. Da ist er. Mafia. Ich denke mal, das heißt bestimmt russische Mafia. Ich bin Mitglied bei der russischen Mafia. Auf 15 Sekunden. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, zu Ende. Jawohl. Okay. Bestätigen. Verbessern. Verbessern. Oder nicht verbessern. Das nochmal abholen. Wie lange lädt er noch? 72%. Eieiei. Die Kampfkraft. Fangen wir da mal an. Okay. Schon vorbei. Kommt jetzt der hier dran, abholen und den abholen. Jetzt habe ich kein Gold mehr, das ist auch gut. Oder auch nicht. Was soll ich hier machen? Ach, da. Da war der rote Punkt. Belohnung. Abholen. Und wieder 50.000 Gold. Renn du mal weiter hier. Da bin ich gerade bei. So, der Drache wurde auch verbessert. Schon 73, es fehlen nur 50 Level. Das dauert bestimmt noch eine Stunde. Scheiße, das Ganze noch bearbeiten dann. Boah. Da sitze ich einen ganzen Tag dran. Das kann ich abholen. Ja.
Pisa. Für Millionen EPs nicht schlecht. Nummer 1,4 Millionen. Immer die sozialen Nachfragen hier. Every person that hits my master will die. Da ist er auch weg. Oh, halb, bisschen mehr wie ein halbes Leben verloren. Also es wird schwerer. Und Level up. Jetzt genau eine Stunde habe ich ein Level up. Schauen wir, das nächste Level up kommt. Und wieder Level Up. Oh, ein paar Sekunden gedauert für ein Level Up. Absalom oder auch wieso. Schnell verbessern. Dann werde ich noch stärker.
glaube, das werde ich nicht hinkriegen. Zumindest muss ich die eine Waffe von den einen Schlag von ihnen ausweichen. Den da. Wie gibt er auf? Ja, dann. Er hat aufgegeben. Das kann doch nicht wahr sein. Congratulations on unlocking new features. Now let's go try them. Let's get a move on. You think flapping these things is easy? Good morning. Ist die Fee jetzt auch schon aufgestanden? Leiter aufleveln. Okay. Schmieden. Alles wenden. Zack, fertig. Tägliche Quest. Oh, endlich ist eine fertig. 130. Boah. Was? 275? Das ist doch eine Verarsche, oder? Wie soll ich denn das schaffen? Einen Freund eine Blume schenken. Freund? Warte mal, habe ich schon Freunde? Ich habe Freunde. Da. Geschenk. Senden. Wie geht denn das? Keine Ahnung, wie das geht. Bewerten. Okay, dann kommt ein Cut rein.
So, und da bin ich wieder bei Stunde um 5 Minuten ungefähr. Kommt den Cut rein. Und das ist fertig. Hat ja auch lange genug gedauert. Ich verstehe das nicht mit die Quest. Da steht ja jetzt eine mit 275. Wie soll das gehen? Hallo? 275. Ich spiele jetzt Stunde 8 Minuten. Ich bin auf Level 79. Und ich denke mal später dauert das mal ein bisschen länger, bis du ein Level up hast. Du bist auch den ganzen Tag am Spielen dann. Congratulations on unlocking new features. Now let's go try them. Events. Soll man damit machen? Erstellen, erstellen. Ich brauche die Karten dafür. Ich habe keine Karten. Nur die eine hier gehabt. Ich hatte nur die eine Karte. So. Abholen, löschen. Freunde. Schnell hinzufügen. Geschenke. Geschenke. Alles erhalten. Zack. Freunde online. Ich schicke eine Blume. Weiterlaufen. Ich habe keine Zeit. Ich bin ein bisschen im Stress jetzt. Level 80 jetzt. Ja, Level 80. Ich war gerade noch am Lesen. Was war da? Herausforderung habe ich gelesen. Heilung.
Die ist aber groß. Immer die roten Flecken auf dem Boden ausweichen. Das schafft der Computer nicht. Oder die KI von den Spieler. Jo. Da, ausweichen. Nein, ich hab's nicht gepackt. Aber egal, ich bin jetzt ein Drache. Ich bin jetzt ein Drache. Und jetzt bin ich eine Frau. Platina Funkelaugen. Witziger Name. Und da liegt sie. Congratulations on unlocking new features. Now let's go try them. Yeah. Bitte will ein Geschlecht ändern. Ich bin Mann. Oder heißt das, ich muss Mann heiraten? Ey, jetzt bin ich voll überfordert. Bitte wähle ein Geschlecht. Geschlecht ändern? Nein, ich will. Ich bin Mann. Geschlecht ändern. Änderung, Bestätigung. Ich habe doch nichts geändert. Naja, egal. Weiter geht's. Hauptquest. Schmied. Automatisch aufwerten. Zweimal. Zack, zack. Fertig. Jetzt muss ich auch hier noch eine Blume verschenken und... Oh. 2-2, das war auch eine Tagesquest. Ich sehe schon irgendwie so grün aus. Cool. Ach. Will nichts kaufen. Da leuchtet was rot. Da leuchtet Prüfung was rot. Aus dem Tagesstart leuchtet was rot. Täglich 1-1. Das ist das, was ich... Nee, warte, wo ist denn das? Das muss ich noch machen. Eine Blume verschenken. Keine Ahnung, wie das geht. Da. Verfügbar, nachdem sie abgeschlossen haben. 2-2. Da bin ich jetzt gerade bei. Aber ich finde das trotzdem Hammer. 275.
gibt es wieder Heilung. Okay, der ist voll kaputt. Und Level up. Nice. Was ist da? Abholen. Abholen. Congratulations on unlocking new features. Now let's go try them. So, die Kammer, warum leuchtet die noch? Warum leuchtet die noch? Ich kann doch hier nichts mehr machen. Ah, das war das. Ich musste auf Lager gehen. Let's do this! Those demons aren't going to clean themselves! Das hat ja gepasst. Hier abholen. Oh, 9 Millionen. Erfolge. Wie verschenke ich eine Blume? Das Töten von den Gegnern bringt keine EPs. So ein Mist. Platina. Die ruft so eine Art Sphinx. Ah, ausweichen. Ach, ist zu spät. Naja, aber das werde ich trotzdem schaffen.
dann nicht mehr so ins Schlaf. Nee. Ich glaube, ich mache mal einen Cut, weil das Video dauert sonst zu lang. Wir sehen uns wieder, wenn ich hoffe mal, 200 bin. Dann bis gleich. Hier ist schon wieder was Neues dazugekommen. Solche Runen vergeben. Ich bin noch nicht so 200, ich habe gerade nur abgebrochen und dann habe ich gleich gesehen, es gibt was Neues. Mir nach. Komm, das zeige ich schnell nochmal. Abbrechen. Ja. Und dann sage ich mal, bis gleich. Oder bis was Neues kommt. Da bin ich wieder. Ich bin noch Level 84 und da ist hinzugekommen die Glyphen. Was ich ja gerade schon mal kurz angezeigt hatte. Verwenden Glyphen, zack, 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 zack. Alles fertig. Ja. Geht man hier rauf auf die Glyphen und ja. Dann verbessern. Ja. Dann kannst du halt die Glyphen da einfügen. Irgendwie. Das wird bestimmt später nochmal kurz gezeigt. Also dann, bis gleich. So. Und wie ich jetzt eine Blume verschenke, weiß ich auch. Ich gehe auf Freunde. Hier rechts steht die ganze Zeit Blumen verschicken. Drückst du drauf, schicken, fertig. Das war jetzt gerade die andere Quest, die ich hatte. Wie kam ich da nochmal hin? Oh, ich war tot. Ich hab's nicht geschafft. Also, muss jetzt mal weiterkämpfen. Wie komme ich dann? Täglich war das. Und da. Geschenkblume abgeschlossen. Gut, dann bis gleich. So, hier habe ich das nächste freigeschaltet. Aber es geht noch nichts. Juwel. Okay. Was haben wir hier noch? Jo, das wär's. Und die erste Erweckung kommt jetzt. Absenden. Abholen. Kommt die nächste Dungeon. Ja. Gut. Ist nicht erfüllt. Ich komme da gar nicht weiter. Muss ich noch mal die machen.
Bei der Dungeon ist das Problem, der Boss, der rennt immer weg. Und ich glaube, wenn ein Tor passiert, dann ist es ein Stern weniger. Den Krat hatte ich auch schon noch ein Tauchen gehabt mit einer goldenen Rüstung, der sah richtig cool aus. Da jetzt rennt er. Was schlägst du? Das ist noch gar nicht da. Gleich passiert da das erste Tor. Das ist das erste Tor. Wenn er durchgeht, ist glaube ich nur noch, ist glaube ich ein Stern weniger. Aber das schafft er jetzt nicht. Jawohl. Da liegt er. Das gibt doch jetzt 3 Sterne. Ja, perfekt. Okay, ich sag mal dann bis später wieder. So, ich habe gerade noch das nächste abgeschlossen. Das war Ausdauer kaufen. Einfach aufgeklickt. Und dann habe ich hier was gekauft, aber die Ausdauer, und dadurch war der dann abgeschlossen. Problem wird es jetzt nur sein bei denen hier, da brauche ich einen VIP-Pass, bei denen auch, sonst komme ich da nicht weiter. Was ist das hier? Okay, das dauert bei mir noch ein bisschen, ich bin ja auch gerade mal jetzt 114, also noch nicht wirklich weit, und ich spiele schon 2,5 Stunden. Aber seit ich Level 100 bin, dauert das alles jetzt noch länger wie vorher, und schon heftig, die ganzen Tagesquests zu erfüllen. Naja, mal schauen, wie weit ich noch komme. Dann mal bis gleich. So, ich bin jetzt ungefähr schon 4,5 Stunden, fast 5 Stunden am Spielen. Ich komme jetzt auch nicht mehr weiter, weil meine Ausdauer immer wieder leer ist, also sprich, ich muss immer wieder warten. Und der Eventboss, der Weltboss, fängt jetzt an in 13 Sekunden. Sammeln sich schon alle hier vor. Ich weiß nicht, was passiert. Da muss ich gleich mal googeln. Fahre ich jetzt vor, den Weltboss noch zu legen, und ja, das war es dann auch schon. Wo bin ich? Auf Platz 11. Also ich sehe eigentlich gar nichts hier, ist nur, da ist der Boss und ringsherum sind die ganzen Leute. Mehr sehe ich. Wie viel Schaden macht der? Ach, minimaler Schaden. Also der Boss ist auch Level 99, ich bin 129. Dann gibt es noch einen anderen Boss, der ist noch kleiner. Der war 67, da habe ich mir gedacht, da gehe ich lieber nicht hin. Weil die sind beide gleichzeitig dort. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich lieber den hier. Gibt es eine bessere Belohnung? Ja. Da werde ich gleich noch mal durchgucken, was ich machen kann. Aber ich glaube, da wird nichts mehr gehen.
Bei der einen Stelle komme ich nicht mehr weiter. Da bin ich zu schwach für. Und für die normale Geschichte habe ich keine Ausdauer mehr. Mir fehlen eigentlich noch 2 Tagesziele. Bei 3 Stück brauche ich jeweils einen VIP-Pass, um das zu aktualisieren oder um die Quest abzuschließen. Und dafür müsste ich Geld ausgeben und da habe ich keinen Bock drauf. Weil ich nicht weiß, ob ich das nochmal wieder spielen werde. Also ich werde es bestimmt nochmal spielen. Aber wann ist die Frage? Ich bin noch auf Platz. Platz 12 jetzt. Schade. Ich bin nicht unter die Top 10. Jo. Truhe öffnen, was ist dahinter? Lala, Lulu, Lilis, Lele, Lele. So, 5 Truhen haben wir bekommen, die werden wir jetzt mal öffnen. Die habe ich doch schon mal gekriegt. Egal. Können wir mal gucken, ob der andere Weltboss auch schon tot ist, aber ich denke mal schon. Weltboss, Weltboss, wo war denn das gewesen? Erstmal hier raus. Bestätigen. In 2 Stunden ist der Boss wieder da. Event, Weltboss. Ah, sind schon beide tot. Ja, auf jeden Fall, das war gerade der Weltboss, den wir gelegt haben. Ich leider nur auf Platz 12. Mal schauen, was wir noch hier verbessern können. So, den haben wir verbessert und mein Begleiter. Da kriegen wir nochmal ein paar IPs. Oh, ich bin 130 geworden. Ein neues Event habe ich gekriegt. Naja. Neues Event. Ein Mail habe ich. Oh. Ich kriege nochmal Diamanten geschenkt. Was haben wir noch? Der rote Punkt heißt nur für die Nachrichten hier. Da tägliche. Ich kann noch was abgeben. Yippie! Das ist jetzt PvP, so wie es aussieht, oder? Lob. Aktualisieren. Bestätigen. Oh, aktueller Rang 1495. Anscheinend nicht so gut. Nicht 600.000 macht, 600.000, 800.000.
Das ist das Schlechteste von den dreien. Aktualisieren. Sieg. Ich habe 1,8 Millionen Macht. Anscheinend bin ich doch ganz schön gut, ja? Und Sieg, wieder gewonnen. Jetzt verstehe ich das. Sieg. 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 Yippie. Platz 1000 gewonnen. Sieg. 885 gewonnen. Ich darf nicht mehr. Scheiße. Also ich bin auf Platz 885. PvP. Noch ein tägliches Quest abholen. Ja, und dass die Sachen, da komme ich jetzt gar nicht mehr hin. Bei den dreien brauche ich jeweils ein VIP. Naja. Einmal verbessern. Habe ich vielleicht neue Ausdauer bekommen, weil ich Level Up habe? Wenn ja, dann könnte ich nochmal gucken. Ah, ich kriege die Ausdauer.13 Ausdauer ich jetzt. 3 kostet eine Runde. Also sind das 4 Runden. Dann bin ich fertig. Sofern ich nicht noch eine neue Ausdauer bekomme. Gibt es auch eine Ranking-List, und da kann ich auch mal nachschauen. Da war ich vorhin noch nicht gewertet. Welches Level hat der Boss? 130, ich bin 135. Aber da brauche ich nicht ausweichen. Hier ist die Rangliste oben. Und ich bin immer noch nicht gelistet. Da bin ich auf Platz 48. Platz 38. Platz 44. Platz 31. Platz 47. Nicht gelistet. Nicht gelistet. Und 38. Also 885 bin ich in der Arena und habe göttlichen Drachen auf dem 40. Meine Gilde ist auf Platz 4. Let's do this. Those demons aren't going to
3 Sterne, ist gut. Aber ich habe mich auch die letzten 2 Stunden hier nur durchgequält. Dann habe ich das gemacht, weil ich das eigentlich nicht mehr machen konnte. Da hatte ich keine Auswahl, musste ich erstmal die anderen Sachen machen und das ging die ganze Zeit nur hin und her. Und auch nicht durchgehend, sondern ich habe erst das eine gemacht. Da musst du erstmal suchen, was kann ich denn jetzt noch machen. Da habe ich das gefunden, dann wieder das nächste gefunden. Aber ich denke mal, wenn jetzt hier die Ausdauer weg ist, dann geht glaube ich erstmal gar nichts mehr. Dann kann ich halt nur noch die Questnummer alle abgeben. Wird wahrscheinlich auch wieder 2-3 Levels sein. Was das Schlimme wird, ist gleich das Ganze bearbeiten. Das sind über 2 Stunden Video. Muss ja ausreichen, ja, der ist 2 Level schlechter wie ich. Oder als ich. Ich muss den nur unter 35% kriegen. Ich hab den bei 82%. Bin ich auch ein Frostdrache. Haha. Drei Sterne. Jawohl. Wie die Sterne vergeben werden, weiß ich auch noch nicht so genau. Ich habe von einmal auch, ich denke mal, relativ schnell den besiegt, aber ich habe irgendwie nur 2 Sterne bekommen. Dann musste ich das halt nochmal machen und dann hat es auch geklappt mit den 3 Sterne. Weil wir ein bisschen Zeit investiert, sieht man ja, bei mir geht es ziemlich schnell vorwärts. Nur wie gesagt, bei mir hängt es jetzt mit der Zeit. Ich hätte jetzt, glaube ich, 6 Ausdauer verbraucht und 13 habe ich gekriegt. Dann müsste ich jetzt noch 17 haben. Also ich könnte jetzt noch 2 Runden spielen. Es ist zu spät. Hahaha. Ah, so viel Spinnen. Kinder ist. Esst. Du, ich. Er ist gestorben. Okay, der Boss. Sieht aus wie von Diablo. Also die Gegner haben ja teilweise sehr viel Ähnlichkeit mit den Gegnern von Blizzard, also sprich von WoW und von Diablo. Ja, sonst eigentlich nicht. Aber WoW und Diablo. Oh, die stärken mich. Lebe noch. Ich muss den Ritter beschützen, der darf nicht sterben. Nein. Boah. Und da hatte ich von auch eine Dingensquest, Eskorte-Quest und ich musste so einen kleinen Zwerg eskortieren und der Boss ging immer auf den Zwerg rauf,
Ich musste da immer wieder hinrennen. Ich habe probiert, den zu töten. Ich habe da, glaube ich, 3 oder 4 Anläufe gebraucht, bis ich den besiegt habe, den Boss. Ja, das war nicht, weil ich gestorben bin, weil immer der Zwerg gestorben ist. Ich habe so wenig Schaden gemacht. Das war ein bisschen doof gewesen, aber ich habe es ja doch noch geschafft. Noch schnell hier alles abgehen. Ich bin schon Level 36. Ah, ich muss jetzt Level 40 sein, 140 sein, damit ich weiterspielen kann. Da gibt es ein kleines Problem. Immer noch. Ich muss mal zur Geschichte gehen. Geschichte. Anwählen. Oh, eine Truhe. Ah, nichts Besonderes drin, leider. Ich habe noch 4 Ausdauer. Das war eine Runde. Und jetzt komme ich nicht mehr weiter. Ja, ich brauche den VIP-Pass, um Ausdauer zu kaufen. Ja. Was soll ich dazu sagen? Jetzt muss ich warten, bis mein Ausdauer sich wieder auflädt. Also die ganze Zeit hier rumstehen. Langeweile schien. Das kann ich nicht machen. Da brauche ich den VIP-Pass für. Was kann ich noch machen? Die Quest geht nicht. Die Quest könnte ich noch probieren, ja. Das könnte ich vielleicht schaffen, aber ich denke nicht. Weil vorhin, da hat mich die Frau da, der Gegner, der Weltboss, nicht Weltboss, halt der Boss nur auseinandergepflückt. Das Wichtige bei denen ist, ich muss immer ganz schnell diesen Schaden ausweichen, weil der Schaden, der macht mich so schnell kaputt. Oh, das wird spannend. Ich habe ganz bisschen mehr Leben wie sie. Nee, jetzt hat sie wieder mehr Leben. Ich muss gleich mal was probieren nach dem nächsten Flächenschaden. Ob ich schnell noch meine Stärke. So, da Ausrüstung verbessern. Schnell. Bestätigen. Okay. Jetzt habe ich ein bisschen härter Rüstung. Bin ein bisschen stärker. Sieht auch gut aus für mich. Oh, schnell raus, schnell raus. Ach, Glück gehabt. Das Doppel ist manchmal, dann ist die in so einer Kombo gerade drin und dann kann ich sie nicht wegbewegen. Weil sie muss erst die Combo ausführen, bis ich sie bewegen kann. Und das wird dann manchmal nichts. Schnell raus. Ah nein. Ist so früh reingerannt. Scheiße. So eine Minute warten, 40 Sekunden, dann kommt die Heilung hier rechts. Ich gehe mit dem Cursor wieder unten links hin auf dem freien Feld, damit ich mich gleich wieder schnell wegbewegen kann, wenn der Flächenschaden kommt. Ich habe meine linke Maustaste gedrückt und so. Go, go, go!
das ist wirklich eine knappe Sache hier. Ich glaube, ich bin auch noch ganz bisschen im Vorteil. Ja, Heilung. Ah. Boah. Hätte ich beinahe total verpennt. Hab da gar nicht drauf geachtet, gerade auf der roten Fläche. Nein! Zeit abgelaufen. Ja, nee. Ich könnte es nochmal probieren. Komm, wir probieren es noch einmal. So, wann kommt der Flächenschaden? Was da später für eine Fähigkeit noch reinkommt. Rausrennen. Eine Minute, 30 Sekunden habe ich noch. Das steht hier auf der rechten Seite unter das Bild unterschließen. Also die Hälfte der Zeit ist schon vorbei. Ich mache aber noch so wenig Schaden. Eine Minute noch. Soweit ich weiß, sind das immer 3 Minuten, die du kämpfst. Hier in der Arena. Nichts machen. So alles. Also wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, würde ich es schaffen. Aber ich mache einfach so wenig Schaden dafür. Vier, drei, zwei, eins, verloren. Ja, das war wohl nichts. Also, das war das Spiel oder ein paar Ausschnitte von dem Spiel. Welches Spiel war denn das? Hab jetzt wirklich den Namen vergessen von dem Spiel. Dragonstorm Fantasy, genau. Da können wir nochmal ein paar EPs holen. Gut, mehr kann ich nicht machen. Es geht nichts. Da ist der rote Punkt für die Nachrichten immer. Oder hierfür. Aber hier ist nichts Rotes. Ja. Gut. Das war's. Ich hole mir jetzt mein Ticket ab.
wirklich beenden, bestätigen. Ich habe jetzt 5 Stunden das Spiel gespielt, vielleicht ein paar Minuten mehr. So, Ticket einlösen, fertig. Und das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.